Das Personal eines Krankenhauses in Madrid und Polizisten bedachten sich gegenseitig mit Beifall als Dank für den unermüdlichen Einsatz. In Spanien sind 285 weitere Menschen an Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem Land beträgt 1.375. Leider wird die Zahl der Ansteckungen und Todesfälle in den kommenden Tagen zunehmen, so Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase und es werden noch härtere Tage kommen, sodass wir psychologisch und emotional darauf vorbereitet sein müssen, sagte Sánchez. Desde el punto de vista psicológico, emocional. In Mühlhausen im Elsass errichtet die französische Armee ein Feldkrankenhaus, in dem 326 Betten zur Verfügung stehen sollen. Aufgrund der vielen Covid-19-Patienten waren bereits 34 Personen in Militärkrankenhäuser in andere Orte Frankreichs verlegt worden. In Frankreich sind bisher 562 Menschen an der Krankheit gestorben. Im Nachbarland Deutschland überwacht die Polizei in Bayern die seit Samstag 0 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkungen. Laut der bayerischen Staatsregierung gab es bisher nur wenige Verstöße. Bitte?